So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, denn wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und wir wollen nicht lang schnacken, da geht's gleich los, denn angefangen hat die Woche mit einem Feldforschungsdurchbruch und einem Shiny daraus, ein Shiny Latias, leider nicht auf dem großen Account, aber das erste Mal, dass ich überhaupt ein Shiny aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen habe. Richtig coole Sache, wer damals beim Raid-Tag keins bekommen hat, also bei der Raid-Woche, das war ja eine Zeit lang da, der kann natürlich jetzt immer noch Kyogre, Groudon, Latios und Latias aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen. Dann hat Pupsi, nachdem ich heute stundenlang an der blöden Aufgabe verzweifelt bin, ein Shiny Pandir bekommen. Richtig gute Sache. Die Nummer 8 ist das ja gerade, Form Nummer 8, die gerade in der Aufgabe ist, was ihr eben auch Shiny bekommen könnt. Zumindest mal den ganzen Monat jetzt, wie es nächsten Monat aussieht, weiß man noch nicht. Im Endeffekt kommt dann wieder die nächste Form, eine, die bestimmt schon da war, aber dann auch als Shiny. Das werden wir dann aber sehen. Dann die Sally-Maus zeigt uns mal wieder Glück gehabt beim Tauschen mit einem Lucky Sumpex und 98%. 15, 15, 14 und das finde ich richtig genial, denn ich würde mir keins mit Community Day Attacke holen. Ich würde das sowieso als Bodenangreifer nutzen und ein 98er mit 15 ist richtig genial. Jetzt auch günstig zum Hochziehen, würde ich sofort maxen, wenn sie die Bonbons hat. Dann, was haben wir noch? Der Bullseye Passy hat gezeigt, hey, MC Ramses ist mich markiert. Wenn man bei Google also Krypto-Pokémon eingibt, erscheint da sogar ein Video von mir, was mich nur ein bisschen irritiert, dass da einfach steht Infos Krypto und unten irgendeine komische Seite oder sonst was, weil normalerweise, ihr seht, das sind ja immer die Internetseiten angegeben, hackernoon.com, pokewiki.de, youtube.com, da steht aber nicht youtube.com, da steht irgendwas anderes. Hat also jemand mein Video genommen und eingebettet auf irgendeine Website oder sonst was? Verstehe ich nicht, weiß ich nicht, was das jetzt sein soll. Irgendwas Guard Mobile oder so steht da. Na egal, wer das weiß, was das zu sagen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Dann gerade mal mit 4 Sterne geschaut und noch ein 100er Enthorn gefunden. Das ist jetzt auch neu. Ihr könnt jetzt also die 100er ganz leicht finden. Ihr könnt den ganzen Tag fangen. Dann gebt ihr 4 und Sternchen ein in eurer Suchleiste und dann zeigt es euch alle 100% Pokémon an, die ihr im Beutel habt. Ihr müsst nicht mehr jedes einzelne bewerten. Wenn ihr wirklich 100er sammelt, seht ihr so am Ende des Tages, ob heute was Neues dabei gewesen ist oder nicht. Wenn ihr auf zuletzt Gefangene geht und dann nichts dabei ist, dann wisst ihr, könnt ihr eigentlich alles aussortieren und wegschmeißen. Dann gab es mal wieder ein Chanera zu Hause am Homespot an der Heimarena, was auch natürlich immer noch ein cooles Pokémon ist und schön für die Arena zu gebrauchen. Habe auch noch was beim Durchsehen gefunden auf dem zweiten Account, beim Kenny, ein 100% Shiny Radfratz, nimmt man auch gerne mal mit, da wird der zweite Account dann der Hauptaccount, wie man sieht. Und auch vom Kenny ebenfalls mein erster selbst erschaffen und genehmigter Pokestop in Honolulu, wie man sieht, aber auch ein Gedenkstein, sehr gut für den Zweiten Weltkrieg, gefallene Soldaten, solche Gedenkstätten gehen ja meistens durch, haben alle einen geschichtlichen Hintergrund und ja, gerade auf Friedhöfen, eigentlich will man ja nicht, dass die Leute sich so auf Friedhöfen rumtummeln, aber bei uns ist das ja eben auch so, dass da jetzt mittlerweile schon 3 Arenen sind und etliche Stops und da laufen die Leute immer rum mit ihren 20 Handys, aber ja, das ist manchmal ein bisschen tricky. Dann bei der Ditch, gerade gefangen, Nummer 2 mit ihrem zweiten Shiny Vulcano, Glückwunsch dafür. Pupsi, die hat es wieder mal richtig übertrieben, hat einfach mal ein Shiny Alola Sandan gebrütet. Richtig genial, sind ja sehr selten wahrscheinlich die Shiny Alolas aus den Eiern. Ich kriege immer zu die normalen Sachen, aber noch kein Shiny und ich brüte trotzdem eigentlich viel, würde ich mal sagen. Dann der Franz auch in seinem Feldforschungsdurchbruch, ein Shiny Latios, auch mit 15 KP, 14 Verteidigung und 12 Angriff vielleicht, also die Werte kann man ungefähr so ablesen, aber Shiny, also richtig gute Sache. Dann habe ich ein bisschen getauscht mit Sallymaus, danke an Sallymaus für mein zweites Elekid. Jetzt fehlt nur noch eins, dann ist auch da die Familie komplett und sie hat dafür ein Shiny Pikachu bekommen, das hat ihr nämlich noch gefehlt, das wollte sie unbedingt haben, weil sie einfach so ein riesen Pikachu-Fan ist, wer ist das nicht? Also danke an Sallymaus und danke an mich und so passt das dann auch wunderbar. Dann, was haben wir noch? Der Nägelmon, man nennt ihn mittlerweile auch Shiny Nägelmon, so haben die Leute ihn jetzt eingespeichert, er kriegt ja immer zu was, hat jetzt auch einen Shiny Europe bekommen. Der Robby im Alleingang erstmal aus einem Raid geholt mit einem 93%igen Sichlor mit 15 Angriff, auch
Richtig gute Sache. Sichlor immer noch cooles Pokémon. Sherox, die Weiterentwicklung, auch sehr nützlich. Dann habe ich ein Video gemacht über meinen Freundescode. Das sind dann über Nacht so... Ah ne, das wissen wir ja noch gar nicht. Das sehen wir ja dann. Ach ne, das ist die Bierstrafung, habe ich ja schon hochgeladen. Gut, ihr seht, da waren es 114. Ich hatte ein paar angenommen, dann wieder nicht. Ich wollte die Zahl abscreenen, die am höchsten war. Ich glaube, zwischendurch war es dann mal bei 125 oder irgendwas. Ein paar habe ich dann gelöscht, ein paar wieder angenommen, aber das geht immer zu hin und her. Dann habe ich ein 98%iges Pi gebrütet aus dem Ei, aus dem 7-Kilometer-Ei. Leider kein Shiny, trotzdem 15, 15, 14, kann man mal mitnehmen. Und der Kenny hat uns gezeigt, hier übrigens 20 Bälle bekommen. Da habe ich auch gefragt, ob das schon mal jemand hatte durch diesen Ballbonus und den Schadensbonus, den man ja momentan hat. Sollte es also möglich sein, statt der höchstmöglichen 18 Bälle auch 20 Bälle zu bekommen. Ich bekomme aber immer nur 19 Bälle als Maximum. Wenn ihr mit besten Freunden kämpft an einer gelben Arena, mit wo Gelb den meisten Schaden macht, ihr gelb seid und einfach nur richtig drauf knüppelt, habe ich trotzdem immer nur 19 bekommen. Aber das war wahrscheinlich ein Solo-Raid und da hat er dann 20 Stück bekommen. Also ist vielleicht in einem normalen legendären Raid gar nicht möglich. Wenn ihr aber trotzdem schon mal 20 Bälle hattet in einem legendären Raid, schreibt es natürlich in die Kommentare. Dann Shiny Nägelmon wieder zugeschlagen, ein Shiny Shinox, die Sally Maus, juhu, mit einem Shiny Nidoran, weiblich. Dann sehen wir auch mal, der Pushner hat gepostet, wie es das so im Thema zugeht. Also richtig coole Community, muss ich sagen. Freue mich immer, wenn ich da die Leute so sehe, gerade beim X-Raid, kommen die immer an mit der ganzen Truppe. Ein paar Leute kennt man auch schon und hat mit denen öfters mal zu tun gehabt. Und ja, die Gesichter sagen den meisten jetzt zwar nichts, aber trotzdem cool, dass sie sich immer so zusammenfinden, Spaß haben, zusammenhalten und da einfach immer eine coole Zeit haben. Dann ein wildes Rexbläser, auch wieder hier am Homespot. Fand ich auch cool, taucht jetzt auch nicht so oft auf, wollte ich auch noch mitnehmen. Und gerade haben wir es noch vom Pushner gehabt, mit dem habe ich auch getauscht. Der hat auch einen Shiny Pikachu bekommen, aber ein Shiny Pikachu mit Blumenkranz. Und ich habe nämlich kein normales mehr. Und dafür eben ich ein Shiny Fluffeluff. Das hat mir noch gefehlt als einziges Baby momentan. Habe ich jetzt auch. Kann ich dann auch gucken, dass ich die Familie wieder voll kriege mit 3 Stück. Das Gute war, das war sogar am 16.07. gebrütet, also an meinem Geburtstag. Jetzt habe ich ein Shiny Fluffeluff Geburtstagsbaby. Richtig genial. Und er dafür eben das Shiny Pikachu mit Blumenkranz bekommen. Pupsi läuft. Wieder mal hat ein Riolu gebrütet mit 100%. Ihr seht, alles ist voll. Angriff, Verteidigung, KP, alles auf 15. Besser geht's einfach nicht. Auch richtig selten. Rüstungslavitar zeigt uns hier der Kenny. Eine Mischung also aus Lavitar und Dragosso. Dann bin ich mit Samin aufgestiegen zu beste Freunde. Auch endlich erreicht. Wir machen ja eh oft die Raids zusammen. Jetzt also auch die Chance auf Glücksfreunde. No Jim hat es dann endlich geschafft, auf Level 40 aufzusteigen. Das haben wir irgendwo nochmal anders gesehen. Ihr seht ja nochmal, beste Freunde sind wir ja eh. Level 40 hat er eh erreicht. Da kommt dann gleich noch ein Screenshot dazu. Der Justin mit einem Shiny Wablu auch noch mitgenommen. Haben auch noch nicht alle. Dann war es auch soweit, der Community Day von Hydropi war da. Bob the Rob hat uns da gezeigt, da ging es richtig gut los. Oder auch der Brian hat seine Hydropis gepostet. Der Deverus ist ja mit uns rumgelaufen, bei dem ging es richtig ab. 12 Stück auf 2 Accounts. Hat also hier, wie man sieht, ja, 11 Stück schon auf einem. Er hat wahrscheinlich danach immer noch ein paar bekommen, denn er hat ja die ganze Zeit nur 7 oder 8 gehabt auf einem. Jetzt sind sie hier 11 Stück, also kann man mal machen. Oder er hat sich schon was rübergetauscht, weiß man jetzt nicht. Bob the Rob auch mit einem Shiny Sonnenkern noch hinterher. Dann der Tim Arilidity, keine Ahnung, in meinen Augen 100%, hat mir dabei Instagram was geschickt, ein Bild mit einem Hydrobi 100, in seinen Augen 100%, fand ich auch cool, habe ich deshalb mal mit reingenommen. Auch Ditch hier gezeigt, was so geht, die hat er glaube ich entweder 12 oder 13, das untere weiß ich jetzt nicht, aber nee, da ist glaube ich kein Shiny-Symbol dran, obwohl das würde ja erst unter den WP angezeigt werden. Kann sein, dass sie 13 Stück hat oder 12, auf jeden Fall richtig krass auf einem Account. Und hier seht ihr es nochmal, Stefan Landei mit Sauwagen und du seid jetzt Überfreunde, der ist endlich aufgestiegen mit seinem No-Gym-Account, ohne Raids, ohne Teams, ohne Arenen, ohne alles, ohne Coins. Auf Level 40 hat es jetzt erreicht und da wollen wir auch noch eine fette Aktion dazu machen. Und der Ramses, der schwitzt aus allen Löchern.
Dann habe ich nochmal für einen Pushner, weil er mir das Fluffeluffer gemacht hat, gesagt, okay, ich gebe dir noch ein Mewtwo ab, ein richtig altes Mewtwo mit Spukball. Die sind ja sehr begehrt und er wollte unbedingt noch ein zweites haben. Hat mir dafür auch ein Entei gegeben. Hätte ja sein können, dass das dann Lucky wird. Ist es leider nicht geworden. Trotzdem jetzt noch ein Shiny Entei bei mir. Auf dem Account war auch ein richtig günstiger Tausch, wie ihr seht. 1200 nur. Sind ja Hyperfreunde. Dann hat er Paiku, ich weiß nicht, was das ist, das habe ich nur so nebenbei mitgekriegt, irgendwas gebastelt, da seht ihr ein gelbes Zelt, einen Trainer davor und ein Garados, ein shiny Garados, was da in dem Wasser rumplanscht. Bild fand ich cool, habe ich einfach mal mit reingenommen, auch wenn ich gar keine Ahnung habe, um was es geht. Shiny Nägelmon wieder mal mit einem Shiny Wablu. Stefan Landei hat uns dann gezeigt, wie es geht, als das Pikachu reinkam mit dem Strohhut zum One Piece Event, das eben auch Shiny sein kann. Der Mitchell mit einem Shiny Onyx, der Lift-Up Raider, auch nochmal Ramses, was war das höchste an Bällen, hat auch 20 Bälle bekommen. Und ihr seht, Boss besiegt 6 Stück, Schaden 3, Kontrolle der Arena 2, bester Freund 6, Leistung des Teams 3. Jetzt müsste ich mal vergleichen, wenn ich einen habe, an was es denn scheitert, an Kontrolle, bester Freund, Leistung und Schaden kann es eigentlich nicht liegen, aber ein Boss besiegt eigentlich auch nicht. Also, ich guck mal beim nächsten Mal, versuche ich mal ein Auge drauf zu halten, wenn ich wieder 19 habe, wie da die Statistiken aussehen. Dann kam auch die Team Rocket Invasion ins Spiel. Ihr konntet also Shadow-Pokémon besiegen, fangen, erlösen und alles. Da ist ein Glumander zu sehen. Team Rocket ist da beim Extreme. Dann habt ihr hier auch ein gereinigtes Schicki mit so einem Schweif drum. Und wenn ihr jetzt wirklich alles sammeln wollt und alle Familien und jedes Zeugs auf der Hand, ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh. Das sieht man nochmal, habe ich dann auch hier gehabt. Habe ich auch in die Arena gesetzt. Da ist dann im Prinzip diese, ja, sieht aus wie eine Schneeflocke eigentlich, aber dieses Reinigungssymbol dran. Ich würde sagen, top vom Robby mit einem 93%igen Hippopotas, 15 Angriff. Dann haben wir wieder eine neue Arena dazu bekommen, das war vorher auch ein Stop. Die Old Channel Bridge ist jetzt auch eine Arena, auch unten im Stadtpark. Richtig gute Sache. Das ist auch die einzigste, die mir jetzt noch auf Gold fehlt, alle anderen habe ich. Aber da sitzen erstmal die anderen drin, die sollen erstmal ein bisschen was machen. Und dann kann man das ja immer noch, man macht ja häufig auch Raids. Und die Skateranlage beim HBZ ist jetzt auch ein Stop geworden. Vielleicht hat das damit zu tun, vielleicht auch nicht. Furzbob zeigt uns scherzhafterweise, der nächste Community Day ist mit, wollte ich sagen, Raupi, mit Hornliu. Das wäre doch auch mal niedlich, aber alle würden sich beschweren, aber trotzdem würde jeder spielen. Der Justin noch mit einem Shiny Sepa hier im Abschluss. King Zapdos Junior. Weiß ich nicht, warum das steht, habe ich gesehen, habe ich gleich mal abgescreen. Thanks Ramses, uns fehlt nämlich nur noch ein Tag zum Beste-Freunde-Aufstieg. Vielleicht dachte er, gut, ich knall das einfach raus, nehme das Geschenk an und dann lösche ich ihn aus der Liste und er wollte sich damit verabschieden, aber ich warte erstmal bis zum nächsten Community Day und dann mal gucken. Seinen großen Account hatte ich ja schon dann auf beste Freunde gezüchtet, habe ich glaube ich aber entfernt, weil ja immer zu dieser Platzmangel ist, das tut mir eigentlich leid, aber cooler Dude auf jeden Fall, jetzt der Kleine auch bald soweit. Und dann habe ich die nächste Arena auf Gold bekommen, eben habe ich ja gerade gesagt, dass mir jetzt nur noch die neue fehlt, das Gemeindehaus mit Uhrenturm, das war auch ein Krampf. Ihr seht, Verteidigung gerade mal 9 Tage, 613 Snacks, Siege 370. Da habe ich aber öfters dann auch mal einen Raid zwischendurch gemacht. Und ja, wenn man sieht, andere haben da 2 Millionen Snacks reingefüttert und dann ist das auf Gold. Aber die Verteidigungszeit war jetzt auch nicht so krass lange. Jetzt aber auf Gold und wieder nur eine, auf die man sich konzentrieren kann. So geht's weiter. Das war's davon. Jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Angelo, denn der hat wieder passend zum Event das rausgehauen. Das Beste, was es je gibt. Mir läuft schon alles in die Augen, ich sehe überhaupt nichts mehr. Der hat nämlich einen Shiny Strohhut Pikachu bekommen mit 15 Angriff, 15 Verteidigung, 15 KP. Das ist krass, das ist genial. Jetzt sieht man auch, er ist Team Rot mit einem Shiny 100% Strohhut Pikachu. Das also passend, das Highlight der Woche. Wenn ihr auch ein 100% Shiny Strohhut Pikachu habt, schreibt es mal in die Kommentare und ich schwitze mich zu Tode. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.